Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen endlich wieder eine neue Roblox-Story und zwar allein zu Hause. Das ist auf jeden Fall heute richtig, richtig krass mit so ein bisschen Weihnachtsfeeling und so. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Dreht einmal ganz so euer Handy, drückt noch auf die Glocke. Checkt gerne noch meinen neuen Merch aus, der rausgekommen ist. Links in der Beschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Kaspar, es ist wieder Weihnachten. Juhu, was geht ab? Einfach Weihnachtszeit, schon Dezember. Voll krass. Aber richtig, ne? Und auch schon, wie schön es schneit hier. Es ist echt richtig schön. Aber heute haben wir endlich mal wieder eine neue Story am Start. Oh, let's go! Ja, ich würde sagen, dann sind wir anscheinend auch irgendwie allein zu Hause. Lass mal hier reingehen. Komm. Okay, hier, komm, rein da. Okay, oh, ich bin gespannt, Kaspar. Wir sehen uns gleich. Ich auch, bis gleich. Wow. Guck mal, wo wir hier sind und wie klein. Alter! Einfach in so einem Haus und guck mal, da ist mein Bruder. Stimmt, hallo. Der sieht ganz schön böse aus, muss ich sagen. Das sieht auch so. Da ist Kevin, guck mal. Da ist Kevin und Mama auch noch da am Start. Oh, guck mal. Das ist ja richtig toll. Hallo Leute, ich bin Kevin. Ich freue mich, dass Sie mit uns nach Paris kommen. Ja, sehr gut. Hä, wie cool. Okay, wir sollen auf jeden Fall das Haus ein bisschen erkunden, sagt er. Okay, dann würde ich sagen, Kaspar, erkunden wir noch mal ein bisschen das Haus, bevor wir was anderes tun. Das gibt's hier. Oh, riesige Geschenke und eine riesige Glotze, da sehe ich mich. Oh, hier ist ein riesiger Truthahn zu Thanksgiving oder so. Zeig mal. Ja. Das ist ja Weihnachten, nicht Thanksgiving. Ja, aber wer ist denn Truthahn zu Weihnachten? Hä, voll viele. Ich glaube auch die Amerikaner machen das. Glaub keine Ahnung. Oh, hier. Hier, das ist eine Gans. Guck mal, hier ist dein Teller in der Küche. Wo bist du? Komm mal. Ich weiß gar nicht, wo die Küche ist. Schnell. Zeig hier mal. Ist ein Teller in der Ecke. Gar nicht. Boah, der hat ein Gaming-Setup mit drei Monitoren. Oh nein, jetzt. Nein, ich hab's nicht. Aber wir müssen uns das eigentlich mal angucken. Das ist ja voll heftig. Okay, aber zeig mal, was jetzt hier? Wir sollen unsere Koffer packen. Was? Okay. Anscheinend, wenn wir verreisen oder so, wenn wir die Koffer packen. Ja, nach Paris geht's jetzt. Ah, Leute, ich wollte schon immer nach Paris. Boah, ich war ja erst Paris, das war richtig schön. Okay, guck mal hier. Stimmt, stimmt. Hier, packen. Oh, wir müssen unsere Sachen einpacken. Rein, dann mein Hemd muss rein. Ja, ja. Und hier vorne auch noch. Hier. Zack und zack. Okay, das und das auch noch. Sehr gut. Haben wir alles eingesammelt. Ich hoffe doch. Hier an der Wand hast du hier am Schrank die Klamotten. Ah! Hast du die? Ja, ja, ich habe alles. Okay, okay, sehr gut. Okay, alles erledigt, sagst du einfach. Sehr schön. Oh, oh mein Gott, Alter, hab ich erschrocken gerade. Ey, was war das denn? Was ist das denn, Alter? Was ist das für ein Lärm? Alter. Hä? Was? Hallo? Was? Der Jolly. Was ist das denn? Das ist der alte Mann Jolly. Was, wieso hat er so einen schiefen Schnurrbart? Und keine Ahnung. Wieso steht er da so, als hätte er irgendwie einen Herzinfarkt? Ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir uns von dem fernhalten oder so. Lass einfach raus hier, ich will mit dem gar nichts zu tun haben. Ich will von dem auch nichts zu tun haben. Sie sagen, dass er ein Mörder ist? Was? In diesem Mülleimer bewahrt er all seine Körper auf. Oh. Was? Hat uns gesehen! Hat uns gesehen! Kaspar! Wo bist du? Hier! Ich glaube, der kommt jetzt! Ich weiß nicht! Wir müssen irgendwie abhauen, du Versteck dich unter dem Bett oder so! Ich hab einen Baseballschläger, ich muss mich verteidigen! Oh! Erstmal alles essen gut, jetzt! Boxo. Alles gut, das! Hä, Mama. Guck mal, meine Taschenlampe! Ich nerv die ein bisschen! Mit der Taschenlampe? Ja! Aha! Ich auch! Oh, wir fahren morgen früh schon los, ne? Ah, ich hoffe, Sie genießen die Putenkeulen. Okay, natürlich. Dann. Wie sieht's uns denn? Nom, 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 nom. Nom, Kevin? Nom, nom. Kevin, willst du gar nichts essen? Sieht halt irgendwie. Dieses Abend ist nicht schrecklich. Was hast du denn? Es schmeckt wunderbar. Was? Kevin! Wie kannst du sowas sagen? Dann auch noch zu deiner eigenen Mutter. Das glaub ich nicht. Das ist Onkel noch, ne? Onkel Frank. Glaube ich. Frank, ey, der alte Easy. Er sagt, der war nur ehrlich, ich glaub's da nicht. Also, ich hab das gerade probiert und es war super lecker. Das war echt lecker, ne? Guck mal hier, die Keule. Damit schneide ich den Tod an. Kevin. Hier auf den Dachboden, Kevin, aber sofort. Guck mal, wir werden eingesperrt auf dem Dachboden oder so. Mama, seid hier bis zum Morgen. Okay. Und dann werden sie uns aufwecken, wenn wir nach Paris aufbrechen. Okay. Geht klar. Ist in Ordnung. Was? Hä? Boah, Kevin ist richtig sauer, ne? Der ist voll sauer. Warum denn überhaupt? Er will nie wieder jemanden von denen sehen. Wieso ist echt so? Was haben die denn getan? Wow. Das tut weh, mein Sohn. Weh, mein Sohn. Wow. Hä? Hat die gerade so laut die Tür geknallt? Ich glaube, sie hat die Tür zugeknallt oder so. Komm, wir gehen einfach zu Bett. Ich nehme das rote Bett. Okay, auf ganz entspannt hier.
Dann nehme ich hier das Blaue. Ich gehe hier ganz alleine. Oh, wo bist du? Ich komm ran. Wo bist du? Ah, hier. Hi. Ja. Guck mal, ich mache ein paar coole Schattenbilder an die Decke. Ich auch, ich auch, ich auch. Erkennst du den Hund? Das bist nämlich du. Okay, was haben wir hier noch? Guck mal, weißt du, was ich mitgeschmuggelt habe? Also, echt? Weißt du, was ich mitgeschmuggelt habe? Was denn? Ein Stück von der Keule. Aber ich bin zu müde, um das jetzt zu essen. Oh nein. Also, bist du wach? Was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe eben irgendwas draußen knistern gehört. Hast du? Siehst du das auch am Fenster? Ja. Oh mein Gott. Was ist das? Was? Ich höre die nuscheln. Ich glaube, die sagen irgendwie, die wollen hier einbrechen. Harry sagt das. Yes. Ein leeres Haus auszurauben ist so einfach, sagt er, glaube ich. Was? Die wollen einen Plan machen und morgen hier rein. Nein. Wenn wir weg sind. Oder träume ich das gerade? Hallo? Muss ich aufwachen? Ich habe das aber auch gesehen. 11 Uhr morgens, wie lange haben wir denn geschlafen? Oh, viel zu lange anscheinend, ne? Ist halt echt so. Okay, wir sollten schon vor 2 Stunden abreisen. Okay, aufstehen alle! Schnell! Alle aufstehen! Lauf! Wacht auf! Wir müssen in 2 Stunden los, müssen die Erwachsenen. Komm, schnell weg! Runter! Okay, schnell nach unten. Mama, Papa! Hallo, wo sind die Erwachsenen? Seid ihr irgendwo? Die sind doch hier bestimmt. Oh, was ist das für ein Bild, ey? Hallo? Was ist das denn da? Nein, wir müssen Kevin folgen. Ja, Kevin läuft vor, oder? Sind die am Weihnachtsbaum vielleicht? Hä? Wo sind die denn? Hier. Oder? Wo sind die jetzt? Nein! Verdammt, aber Kevin steht hier vor! Wo sind die Erwachsenen? Hier sind die, komm ran. Ja? Die müssen nur aufmachen. Er kann die anscheinend auch nicht finden, sehe ich gerade. Okay. Ich weiß doch auch nicht, wo die sind. Was meinst du? Ich weiß doch auch nicht, wo die sind. Ich auch nicht. Da anscheinend drinnen, im Schlafzimmer. Hallo? Mama? Oh. Das ist der Keller. Oh. Okay. Also, komm, dann wir gehen einfach mal rein, oder? Gehen wir mal rein in den normalen, nicht gruseligen... Ich meine Taschenlampe dabei hab. Keller. Hallo? Mama? Hallo? Guck mal, hier ist so eine grüne Box. Was ist das denn? Onkel Frank. Das sieht aus wie so ein übergroßes Geschenk. Ist halt echt so, ne? Hä? Der Ofen. Was? Wow! Guck mal, das ist ein Gesicht. Der Ofen ist ein Gesicht. Was? Stimmt. Das sind böse Augen. Siehst du das? Ich sehe das. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, alles entspannt. Aber ich weiß halt nicht, wo die sind. Die könnten oben sein oder so, ne? Die könnten echt überall sein, muss ich sagen. Also, wir haben sie wirklich verschwinden lassen anscheinend. Aber weißt du was? Man muss positiv sehen. Wir sind frei! Wir sind frei und können alles möglich machen! Oh, währenddessen im Flugzeug. Hat die Mama? Okay. Ich habe das Gefühl, wir vergessen etwas. Ja, die Kinder? Hallo? Ey, was? Die sind jetzt wirklich ohne uns losgeflogen, oder was? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ich meine, das merken die doch. Jetzt merkt sie es. Wir haben Kevin vergessen! Und die Kinder. Nein! Kein Paris vor uns. Das heißt, wir sind jetzt alleine. Oh nein. Oh Gott. Harry? Wir sind alleine zu Hause. Okay, und das hier sieht so aus, als wäre das so irgendwie die Harry und so, ne? Oh mein Gott. Einbrecher. Oh mein Gott. Ich bin oben ein bisschen am Rumlaufen. Ich auch. Ich bin unten. Wo denn unten? Hä, in der Küche war ich gerade. Warte, wir müssen den Lichtschalter finden. Okay, den finde ich bestimmt. Der ist doch bestimmt... Da! Ach, ich hab ihn! Hä, wo bist du denn? Ich hab ihn gedrückt. Ah! Sehr gut. Okay, los! Oh, die dachten so... Ah, ich dachte, keiner ist zu Hause. Ha! Ah, aber es sind welche zu Hause. Nicht mit uns. Das Ding ist, die sind halt erwachsen, ne? Ich weiß, und wir sind nur Kinder. Wenn die wirklich einbrechen wollen und uns was klauen wollen, dann schaffen die das auch, weil die stärker sind. Oh, die kommen halt erst um 9 Uhr zurück abends. Oder morgens. Wenn da anscheinend jemand sein soll. Oh! Hä? Die sind einfach weg jetzt. Die zwei Fremden sind halt echt irgendwie komisch. Ne? Die wollten eigentlich das Haus jetzt gerade ausrauben. Ja, aber wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Siehst du mich? Ich sehe dich auch nicht. Bist du hier in der Mitte bei den anderen? Da bist du. Warte, hier sehe ich einen. Ich geh mal die Treppe hoch. Bist du oben? Da bist du. Da bist du doch. Hier sind wir doch unten alle. Ich war die ganze Zeit getrennt von euch. Unglaublich. Ja, was weiß ich denn? So ein schöner Weihnachtsmorgen. Guck mal, wir können einkaufen. Lass was zu essen holen. Boah, das ist ja richtig toll. Oder Hammer und Holz, damit die nicht einbrechen können, ne?
Stimmt. Lass das lieber kaufen. Das ist, lass Hammer und Holz kaufen. Das ist schon besser, glaube ich. Okay, let's go, let's go. Ja. Da. Guten Tag, ich hätte gerne hier einmal diesen Hammer. Ich habe was gefunden. Sehr gut, das Holz. Wir müssen nur noch einen Artikel finden. Gucken die anderen dann auch? Oh ja, wir haben alle. Wir haben alles. Sehr schön. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Dann können wir wieder, Abflug. Vielleicht überleben oder sowas. Oh. Oh, wir sollen ihm folgen. Oh. Ich dachte, wir fahren mit dem Taxi. Hä? Was ist das denn hier? Lauf! Hä? Oder? Was ist denn? Nee, alles gut, oder? Warum kommen hier so viele Menschen? Hallo? Ich hab hier mal die Lampe draußen. Ja, wir sollen Kevin folgen. Hä? Jetzt! Oh nein. Die Einbrecher! Der Van. Nein. Die kommen! Okay, lauf, schnell! Die kommen! Schnell! Sind hier bei dir auch so viele Menschen? Ja, richtig viele. Die laufen irgendwie alle rum. Ich weiß. Oh, er sagt, er kennt eine Abkürzung. Da bin ich aber mal gespannt. Glaub ihm nicht. Guck mal, ich hab mich aufgehalten. Kevin sprintet. Oh, der, Kevin, warte. Alter. Kevin, warte auf uns. Durch. Bitte, Kevin. Mach nicht diesen schnell mit uns. Schnell. Oh, wir müssen hier langlaufen jetzt, bitte. Alle Achtung. Oh, gut, dass ich die Taschenlampe habe. Alter, aber wirklich echt mega dunkel hier, ne? Die ist halt echt sehr, sehr hilfreich gerade. Ey, warum rennt denn der so? Ja, weil der irgendwas... Ach, weil die Einbrecher vielleicht gleich kommen sollen oder so? Das kann halt sein, ne? Ah, denkst du, schnell zum Haus? Ah, stimmt. Ja. Warte mal, unser okay, Haus? Okay, wir müssen über den, zugefrorenen See. Ja, der ist zugefroren. Aber halb so wild, das ist die Abkürzung. Er meint, das ist alles okay. Oh, man soll doch nicht über einen zugefrorenen See gehen. Hä? Was ist das denn jetzt? Ist der gerade geschmolzen? Ist gerade einfach geschmolzen. Ah, das könnte so ein Klärwerksee sein oder so, wo es schnell schmilzt, das Eis. Aber es sieht irgendwie nicht so eingefroren aus, muss ich sagen. Deswegen ist ja auch geschmolzen. Egal, okay, wir müssen rüberspringen, wir haben keine Wahl. Sonst rauen die unser Haus aus. Okay, let's schnell. Go. Schnell! Und nicht draufgehen, Kaspar. Nein, ich will hier nicht draufgehen. Bald ist. So schnell wie du kannst. Ganz schön rutschig und kalt, ne? Ich merk das schon. Meine Füße wollen langsam nicht mehr. Ich habe auch Angst, dass die gleich untergehen, die Schollen. Ja, deswegen bin ich schnell. Ich bin schnell rübergelaufen. Ich auch. Aber wir sind auch schon bei Kevin. Beisammen? Ich hoffe mal. Sehr gut, wir sind bei Kevin. Hey! Was ist das denn? Das Old Man Jolly. Hä, das ist doch der Mörder, oder nicht? Ich könnte wirklich einen Dollar gebrauchen. I need a dollar. Also wirklich, ne, Jolly? Jolly, was? Der Schneemann sieht doch ganz nett aus eigentlich. Der Schneemann? Leute, wollen wir den sonst einen Dollar geben? Hast du eine Kritte über? Ja, komm, wir geben ihm Dollar einfach. Komm, vielleicht wir sind kann er uns nett. Ja helfen oder so. Denkst du, wenn wir den Dollar geben, wird er uns. Oder wenn wir ihn ignorieren, denkst du, dann wird er sauer? Ich weiß es halt nicht genau. Ich könnte mir vorstellen. Ach, lass ihm einfach einen Dollar, komm, den haben wir komm. Über. Alles gut. Guck mal, er sagt Dankeschön, ja? Ja, kein Problem. Alter, das schnurrt einfach bei Kindern, ne? Ja, ist das halt denn für einen? Ist schon ein bisschen armselig, muss ich sagen. Ist echt armselig. Also wirklich. So! Okay. Dann sind wir wieder zu Hause. Huhu. Hallo. Aber was dann genau? Dann müssen wir jetzt die Verteidigung aufbauen, ne? Oh Gott, wieder runter! Boah, guck dir das an, was wir hier schnell. Haben. Leg das Holz ans Fenster. Oh Gott, guck mal. Alter, was, wir barrikadieren das komplette Haus. Ja, damit die Einbrecher echt überhaupt nicht reinkommen, ne? Oha, wie viel haben wir denn gekauft? Okay, los geht's. Warum hast du Holz? Ich hab keins. Weil ich das irgendwann schon aufgesammelt hab, wieso auch immer. Keine Ahnung, ich hatte das in der Tasche. Ich hab das mitgehen lassen im Laden. Ich hab kein Holz, ich kann jetzt machen. Hier, musst du dir nehmen, hallo. Ah. Immer nehmen und ran. Nehmen okay, und ran. Okay. Nehmen und muss ran. Muss genau dahin klicken, wo es hin soll. Nehmen und ran. Nehmen. Oh. Ran. Oh, das wird aber ganz schön eng, wenn es von der Zeit her, ne? Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufteilen hier. So, schnell. Ran da. Mach alles fertig. Oh Gott. Boah, hier sind noch so viele Fenster, das schaffen wir gar nicht. Doch, das schaffen wir. 20 Nein, Sekunden. Nein, das sind noch voll viele Fenster. Okay, ich guck mal. Verdammt, so viel kommt wie möglich. So viel wie möglich noch. So viel wie möglich noch. Komm. Ich probier's ja. Okay, noch angemacht jetzt hier. Angriff! Alle mithelfen! 10 Sekunden noch! Los! Komm schon! Oh Gott! So, jetzt hier noch ran, bitte! Nein! Die werden einbrechen, Kaspar! Nicht, das werden die schaffen, oder? Nee! Oh, verdammt! Okay, das müsste aber reichen. Also, er sagt, das reicht, okay. Okay, mal gucken, ich hoffe es. Oh Gott! Es ist einfach schon 9 Uhr, ne? Oh Gott, die müssen jeden Moment hier sein. Okay, wir müssen uns irgendwie ruhig verhalten, Hörst du das? Gehört? Hallo? Überraschung! Oh nein. Wir sind drin! Nein. Oh mein Gott. Da ist der Hacker, guck dir durch! Ah! Alter, der guckt durch den Briefschlitz! Der guckt durch
durch den Katzentunnel. Los, alle auf ihn, spring schnell! Ah! Spring dir auf den Kopf! Ah! Los! Du haust ab! Ja, sehr schön! Ah, sehr gut! Da zieht er durch! Wir sind zu stark für die, Kaspar! Oh Gott, was? Oh, Harry! Oh. Der hat einen Baseballschläger mit Stacheldraht! Ihr Kinder habt Pech! Was? Was ist das denn für... Oh Gott! Oh mein Gott! Der schießt seine Luft! Ha! Wo ist er? Hier! LOL! Was macht denn der da oben? Wow! Er ist hinter einem, lauf! Du nix, Harry, hau ab! Lauf! Ist ein Dämon oder sowas? Lauf weg, ich weiß! Lauf so schnell wie du kannst, Kaspar! Oh. Hey, aua! Ist er bei dir? Oh mein Gott! Versteck mich in der Küche! Ich komm gleich runter oder so! Denkst du? Ja, ich glaube ja! Oh Gott, oh Gott! Ist er bei dir? Er ist oben, genau über mir jetzt, über mir jetzt! Er kommt! Mach Tür zu! Geht nicht! Hier klemmt! Nein, verdammt! Ja, der Gaming-Raum. Das ist halt irgendwo versteckt. Alter! Boah! Wie sieht das denn aus? Guck mal, das Aufnahmestudio hier. Und hier noch diese Bar und so daneben. Sieht echt cool aus. Alter, auch der Spielautomat. Hä? Werden die ganze Zeit gekippt? Oh, hier trifft, hier findet... Nein! Ich häng fest! Nein! Du gehst einfach... Oh. Ja! Gott sei Dank. Hilfe! Wow, wo kommt Kasperl, auf! Lauf! Hoch! Hilfe, er ist immer noch hinter mir! Nach unten, wir sollen nach unten irgendwo! Er ist hinter mir! In den Keller! Oh! Schnell in den Keller, lauf! Schnell! Oh! Oh mein Gott, wir sind im Keller! Oh, sehr, sehr gut! Okay, besser ist das! Na, ich sag's dir! Alle in den Schrank rein! Einfach hier verstecken, okay? Nein! Was ist denn los? Der kommt im Keller! Nein! Ha. Da ist er! Oh Gott. Nicht bewegen, Kaspar. Okay, ganz entspannt. Nicht. Oh! Oh, oh. Ganz ruhig. Nicht atmen. Halt Luft an. Oh. Oh, wir müssen jetzt raus! Raus hier! Kevin, mach das Feuer an! Los jetzt! Entsperren wir. Komm mal ran! Komm, eins, zwei, drei, go jetzt! Lauf, Kaspar, lauf! Lauf! Oh mein Gott, guck mal da! Und klack! Wow! Oh mein Gott! Lauf schnell! Oh mein Gott! Ich geh nach ganz oben! Schnell, aus der Tür raus! Geht nicht! Aus der Tür raus! Sitzen da! Ist doch kalt ohne Jacke! Wir können nicht im Haus bleiben! Ach so! Müssen wir doch raus? Oh ne, wir müssen nach oben. Nee, oben. Okay, wo ist Kevin? Noch, glaube ich, der kommt jetzt hoch. Kevin. Okay, wir können zu irgendeinem Baumhaus gehen. Ach, zu sieht immer aber nicht geheuer aus. Nein. Oh nein. Nein. Wir sind gefangen, wir sind im auf dem Dachboden. Oh nein, und die sehen echt böse aus. Okay, wir müssen jetzt die Dings holen, die Baseballschläger. Ah! Hilfe! Schlag drauf! Ah! Wir müssen die platt machen, los! Hör auf jetzt! Einer ist down! Auf dem Boden! Komm! Was? Ja, wir haben sie! Ja, komm jetzt schnell! Wir sind ausgenockt, lauf jetzt hier! Okay, wir müssen jetzt hier schnell ins Baumhaus rein, los Kinder, kommt! Du machst das Fenster kaputt! Komm schon! Mach's kaputt, das Fenster! So! Ah, so, und jetzt rüber hier! Lauf so schnell, wie du kannst, Kaspar! Wow! Oh mein Gott! Ist das hoch! Oh mein Gott! Ich hab Höhenangst! Was? Hey! Oh mein Gott, das hat man. Das war ja so ein weiter Sprung. Oh nein! Er hat es nicht geschafft! Nein! Oh. Verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, guck mal, hier kannst du durch! Stimmt. Hä, aber hier ist eine Leiter, da kannst du hochgehen. Der ist auch tot! Oh mein Gott! Nur noch wir beide mit Kevin! Ey, weil die einfach alle runtergesprungen sind. Oh mein Gott, was sind das für welche? Oh mein Gott, okay, dann kommen wir doch mal bei denen. Kommen die jetzt? Schnell eine Schere, stimmt. Okay. Mir durchschneiden? Da in der Ecke. Wo soll die sein? Ich hab sie. Jetzt! Schneid durch, ja! Bam! Sehr, sehr gut. Dann hau dich schon mal ab. Ja. Okay. Und jetzt sind wir aber hier im Baumhaus gefangen, oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt hier safe im Baumhaus vor denen. Oh nein. Die werden den Baum niederbrennen, Kaspar. Oh nein.
Aber was genau, wie sollen wir jetzt hier wegkommen? Er sagt, das ist ein bisschen verrückt, oder nicht? Ja, ist es ja auch so einen riesigen Baum anzuzünden? Geht's noch? Brenn sie ab, Marvin! Wow! Jolly! Was? Jolly, der Ehrenmann! Der hat die mit seinem Stöckelein gehauen. Alter! Jolly hat uns gerettet, der Mörder! Der hat uns gerettet, weil wir den Dollar gegeben haben. Oh mein Gott. Ja, Mann. Oh mein Gott, Boxo, wir sind safe. Ja, Kaspar. Let's go. Wir haben einfach überlebt mit alter Mann Jolly. Das soll es für die Video gewesen sein. Ich hoffe, es gefallen. Gerne Like und Abo da lassen, wenn es so ist. Checkt auf jeden Fall gerne die beiden Videos aus, Freunde. Und checkt gerne mal Merch aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.